Du musst dir vielleicht noch die Durchtrittstellen des Schädels einprägen, wie zum Beispiel das Foramen Spinosum, Canalis Caroticus oder das Foramen Stylomastoideum. Dann bleib dran, denn in diesem Video werde ich dir Eselsbrücken und mehr Geschichten mit an die Hand geben, wie du dir diese langfristig einprägen kannst. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und in diesem Video geht es nochmal um die Durchtrittstellen des Schädels und zwar dieses Mal um das Foramen Stylomastoideum, Canalis Caroticus und Foramen Spinosum. Falls du noch nicht weißt, wo welches Foramen, wo welche Durchtrittstelle sich am Schädel befindet, dann schau gern dir mein anderes Video dazu an. Es gibt auch nochmal ein weiteres Video, wo ich schon andere Foramina Durchtrittstellen besprochen habe. Schau dir auch das gerne an. Links findest du entweder hier oben oder unten in der Beschreibung. Ja, versuch dir die folgenden Geschichten, Eselsbrücken wirklich dir vorzustellen. Mach gern währenddessen vielleicht auch mal die Augen zu, dann kannst du es besser visualisieren. Versuchst du mit möglichst vielen Sinnen, Emotionen ja dir einzuprägen und vorzustellen, denn dann bleibt es schneller und auch eben langfristiger hängen. Los geht's jetzt aber mit dem Foramen Spinosum. Ja, zum einen tritt die Arterie Meningea Media durch das Foramen Spinosum. Wie kannst du dir das jetzt Ganze vorstellen? Du kennst aus den anderen Videos Foramen Spinosum, dafür hatten wir die Spinne und du stellst dir als erstes Glied quasi unserer Geschichte oder als erstes Bild unserer Geschichte quasi die Spinne vor und mit Hilfe der Spinne starten wir die Geschichte und überlegen uns eben eine Eselsbrücke Bilder für eben jetzt diese spezielle Struktur, die eben auch durchzieht. Arteria Meningea Media. Für Meningea könntest du dir einen Man oder mehrere Männer vorstellen, Man im Englischen, und Meningea, ING, kann man hier abkürzen, Ingenieur, und du stellst dir vor, wie diese Männer alle Ingenieure sind. Media steht bei uns, auch in unserem Lernpaket, in anderen Gedächtnispalästen, Merkvideos, immer für einen Fernseher, für einen TV mit Medien. Medien eben wie Media. Jetzt müssen wir nur noch diese Bilder verknüpfen in eine kleine Geschichte, beginnend eben mit der Spinne. Und du könntest dir vorstellen, die Spinne erschreckt vielleicht viele Männer, die alle Ingenieure sind. Und vielleicht haben die alle einen Fernseher in der Hand und vor Schreck vor der Spinne lassen sie diesen fallen und er explodiert und alles geht in Flammen auf. Und ja, so könntest du dir eben diese erste Struktur schon mal merken, verknüpft eben mit dem Foramen Spinosum. Ja, zum anderen tritt eben durchs Foramen Spinosum eben auch der Ramus Meningeus Nervi Mandibularis. Wir suchen uns wieder für jede Komponente ein Bild und das verknüpfen wir eben außerdem auch wieder mit der Spinne, weil es ja eben noch um das Foramen Spinosum sich dreht. Ja, für Ramus verwenden wir immer ganz gerne einen Rahmen, einen Bilderrahmen. Meningeus können wir wieder die Männer, die Ingenieure sind, nehmen. Und Nervi, das kannst du dir entweder ja, so merken, weil wir uns ja den Nervus Mandibularis einprägen. Und ich denke dann, wenn du weißt, Mandibularis, dass es eben sich um den ja, Hirnnerv handelt, dann kannst du es dir auch herleiten, musst nicht wirklich jede einzelne Komponente verbildlichen, eben nur immer so viel, damit du auch mit Hilfe der Bilder wieder auf den richtigen und kompletten Fachbegriff kommst. Mandibularis könntest du dir Mandeln vorstellen, vielleicht gebrannte Mandeln, die du vielleicht magst oder eben nicht. Ekel ist auch natürlich eine Emotion, wo ganz gut funktioniert, um sich eben gut einprägen zu können. Das kannst du ja, dir überlegen und machen, wie du willst. Ich überlege mir jetzt oder stelle mir mal selbst die gebrannten Mandeln vor. Wie gesagt, jetzt verknüpfen wir das Ganze. Wir fangen wieder bei der Spinne an als Ausgangsbild. Und jetzt kannst du dir vorstellen, die Spinne hat vielleicht einen Bilderrahmen um ihren Hals herum. Es laufen dort wieder die Männer, die Ingenieure sind oder balancieren auf diesen Bilderrahmen ja, herum. Falls du es mit dem Nerven noch nicht weißt, könntest du dir vorstellen, wie vielleicht noch ein Blitz einschlägt. Der Blitz steht bei mir immer eben für Nerven. So könntest du dir auch noch das Nervi in dem Fachbegriff einprägen. Und Mandibularis, vielleicht spazieren die alle balancierend drauf und snacken Mandeln, an die sie sich vielleicht verschlucken und dann so husten müssen, dass sie vom Rahmen, vom Bilderrahmen herunterfallen. Also die zweite Struktur, die durch das Foramen Spinosum führt, ist eben, du überlegst, der Bilderrahmen, Ramus, was auf dem Bilderrahmen basiert, die Männer, die Ingenieure sehen, Meningeus, Ramus Meningeus, Nervi, deswegen der Blitz, und Mandibularis, die haben sich ja an den gebrannten Mandeln verschluckt. Also Ramus Meningeus Nervi Mandibularis. Dann als nächstes wollen wir uns einprägen, was alles durch den Canalis Caroticus zieht. Zum einen ist es eben die Arteria Caroticus Interna. Caroticus, hast du vielleicht selbst eine Idee, könnte man sich eben eine Karotte vorstellen. Und für Interna haben wir immer eine Inne, also eine moderne, coole Inne-Sonnenbrille. Du könntest dir diese Karotte eben vorstellen, wie die eine ja, solche Inne-Sonnenbrille trägt. Dann der Ausgangspunkt für diese kleine Geschichte ist wieder der Canalis Caroticus.
Für den Canalis caroticus hatten wir auch einen Kanal für Canalis und die Karotte, die eben in diesen Kanal hereingeht. Und jetzt überlegen wir uns wieder für die Arterie carotis interna. Für Carotis können wir wieder die Karotte nehmen, für interna eben die ja, Karotte mit der Sonnenbrille. Und du überlegst jetzt, wie in den Kanal mit der Karotte die Karotte ganz cool und in diesen Kanal reingeht. Und indem sie hineingeht, kannst du ja auch nochmal zusätzlich dieses interna merken. Also Arteria carotis interna. Vielleicht kannst du dir noch merken, der Kanal ist vielleicht so eng, dass er irgendwo sich anstößt oder aufreißt und das Blut herausläuft. Dann weißt du auch noch, es handelt sich um eine Arterie und nicht um eine Vene oder nicht um einen Nerv, sondern eben die Arteria carotis interna. Ja, als nächste Struktur zieht noch der Plexus caroticus internus hindurch. Jetzt lassen wir die Geschichte weitergehen. Plexus ist bei uns immer eine Plexiglasscheibe, klingt so ähnlich. Und die Karotte mit der Innensonnenbrille, die läuft da jetzt vielleicht in diesen Kanal rein und knallt voll gegen eine Plexiglasscheibe. Und wer knallt dagegen? Eben die Karotte mit ihrer Innensonnenbrille, die vielleicht kaputt geht, weil sie eben dagegen schlägt, gegen die Plexiglasscheibe. So kannst du eben merken, Plexiglasscheibe, Plexus, die Karotte, die in ist mit ihrer Sonnenbrille, Caroticus internus, Plexus caroticus internus. Ja, als letzte Struktur zieht eben durch den Canalis caroticus noch der Plexus venosus caroticus internus. Plexus können wir wieder bei der Plexiglasscheibe bleiben. Venosus könntest du dir vielleicht eine blaue Vene vorstellen, wie die auf der Rückseite von dieser Plexiglasscheibe, die wir eben schon hatten. Vielleicht vorstellen, wie eine dicke Vene aus dieser Plexiglasscheibe rauskommt. Dann wissen wir schon mal Plexus venosus. Und wer kommt aus dieser blauen Vene vielleicht herausgerutscht? Es ist wieder die Karotte mit ihrer coolen Brille, die da ganz cool rauskommt. Also Plexus venosus, die Karotte, die innen ist, caroticus internus. Plexus venosus caroticus internus. Ja, als letzte Struktur wollen wir uns noch das Foramen stylomastoideum anschauen. Und zwar als eine und sehr wichtige Struktur zieht eben neben der zweiten Struktur der Nervus facialis eben hindurch. Nervus facialis, facialis wie face im Englischen, also ein Gesicht. Und das Stylomastoideum, haben wir uns gemerkt, kann ein steiler für Stylo und Mast, ein steiler Mast sein. Und oben auf diesem steilen Mast hängt vielleicht so ein Face, ein Gesicht, ein Kopf, vielleicht irgendwie aufgespießt oder irgendwas Brutales, kannst du dir dazu vorstellen. Und ja, so merkst du schon mal, Face, Facialis, und vielleicht schlägt noch der Blitz ein, dann weißt du, okay, es ist der Nervus Facialis, der schon mal durch das Foramen Stylomastoideum zieht. Als weitere Strukturen, die noch hindurchziehen, ist zum einen die Arteria und Vene Stylomastoidea. Für Arterie und Vene kannst du dir wieder eben für Arterie rotes Blut vorstellen und vielleicht auch irgendwie Venen, die aus dem Mast kommen oder vielleicht rotes und blaues Blut, das links und rechts eben diesen Mast ja, herunterläuft. So weißt du eben, es gibt noch die Arterie und Vene Stylomastoidea, die eben durch das Foramen Stylomastoideum zieht. So, jetzt mal schauen, ob es geklappt hat. Wenn ich dich jetzt frage, Arteria meningea media, durch welches Foramen tritt es durch? Dann musst du nur überlegen, okay, Arteria, Meningea, stimmt, das waren die Männer, die Ingenieure waren, mit Media waren ja die Mediengeräte oder TV-Geräte und der Fernseher. Wo ist das vorgekommen? Ach stimmt, die haben sich ja vor der Spinne erschrocken. Ach ja, Foramen spinosum. Und so kannst du es auch mit den anderen Durchtrittsstellen machen. Schau dir gerne auch das andere Video dazu an, da habe ich andere Foramen an Durchtrittsstellen des Schädels schon besprochen. Auch wieder so ähnlich wie hier mit Eselsbrücken, Merkgeschichten. Ansonsten, wenn das Video gefallen hat, teils gern mit, ja, Leuten, die vielleicht auch von diesem Video profitieren können, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert auf jeden Fall auch den Kanal. Viele von euch schauen die Videos und haben noch gar nicht abonniert. Würde mich ja freuen. Ich freue mich über jedes Abo. Aktiviere auch gerne das Glöckchen, dann verpasst du kein Video mehr. Ja, und wenn du noch weitere Eselsbrücken, Merkvideos, Merkgeschichten zu weiteren anatomischen Inhalten haben möchtest, wie zum Beispiel zu Arterien mit deren Abgängen. Wir haben auch schon den ersten Muskel in unserem Lernpaket. Dann schau gerne mal auf unserer Homepage bei unserem Lernpaket vorbei. Kann dir enorm viel Zeit und Nerven sparen beim Auswendiglernen. Du lernst die Sachen mit Freude und Spaß, weil es unterhaltsam ist und nicht so trocken wie stupides Auswendiglernen. Und du kannst die Sachen auch wirklich langfristig, zumindest langfristiger merken, als wenn du das vielleicht dir irgendwie stupide so einprägst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Anatomie-Lernen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, ciao!